Gute Musik bringt etwas zum Ausdruck, was zu Herzen geht. Das gilt natürlich auch für dieses kleine Stückchen von Schumann, aber nicht, wenn es so klingt. Ja, woran liegt das? Schumann war ja ein guter Komponist. Selbst bei so einem kleinen Stückchen wollte er etwas Tiefes zum Ausdruck bringen und das ist ihm auch gelungen. Es steckt in Wirklichkeit ein sehnsuchtsvoller Gesang in dem Stück und um den wirklich herauszukitzeln, müssen wir also dahin kommen, dass tatsächlich diese Melodie hier oben singt und dass andererseits die Begleitung nicht durch diese viele Bewegung hier die Melodie oben abtötet, sondern im Gegenteil. Diese Begleitung sollte wie ein feinsinniger Gitarrist feinfühlig und im Hintergrund den Sänger helfen, zur Geltung zu bringen. Es geht also darum, wie wir auf dem Klavier singen können oder mit anderen Worten Legato spielen können. Legato heißt gebunden. Und diese Legato-Bögen stehen eben auch genau bei Schumann über den einzelnen Phrasen. Nun ist das Klavier von Hause aus überhaupt nicht fürs Singen geeignet, denn der Ton entsteht, indem ein Hammer auf die Saite schlägt. Also ist es eigentlich eher ein Schlagzeug, das ist so ziemlich das Gegenteil vom Singen, denn es macht Peng und danach verklingt der Ton. Singen hingegen heißt, dass man ja solange der Ton erklingen soll, man die ganze Zeit den Ton erzeugt weiter. Genauso wie ein Streicher, der die ganze Zeit streicht, während eben am Klavier macht es Peng und dann je nach Instrument und auch je nach Anschlag ist der Ton mehr oder weniger schnell weg. Wir müssen also tricksen. Als erstes müssen wir, um diesen singenden Eindruck zu erzeugen, alle ruckhaften Bewegungen vermeiden und insbesondere auch alle vertikalen Bewegungen. Wenn man so anfängt mit dem Klavierspielen, dann ist ja gerade das Typische, man ist ja froh, wenn man überhaupt es schafft, die Finger alle zu betätigen, ist natürlich, dass man mit den Fingern vor allen Dingen auch vertikale Bewegungen macht. Wenn es jetzt aber gesungen klingen soll, dann empfehle ich, die Finger gefühlt entspannt Band zu lassen, wie ein Lappen. Zu meinen Schülern sage ich immer lappig. Und die Finger nur die Feinanpassung machen zu lassen. Der Tastenwiderstand, das sind nur ein paar Gramm. Also da reicht es, wenn man das Gewicht wirken lässt. Da kann der Finger fast ganz entspannt sein und die Taste geht trotzdem runter. Das zweite ist, dass man diese Streichbewegung eines Streichers, also die horizontale Bewegung, die Richtung Linie geht, dass man die im Arm macht, während man spielt. Ja? Also
der Übergang hier nach unten und so fort, klingt es viel gebundener, viel gesungener. Bei dieser horizontalen Armbewegung ist vor allem wichtig, dass sie gleichmäßig durchläuft und insbesondere zwischen den Tönen weiterläuft. Wenn Sie das probieren, konzentrieren Sie sich vor allen Dingen darauf, dass die Bewegung zwischen den Tönen läuft, denn man neigt dazu, das an den Anschlag zu koppeln und dann gibt es gerade wieder Rucke, nicht? Also am besten startet man auch, wenn die Linie nach oben geht, von innen, nicht? Jetzt bewegt man nach unten, während es hier, genau, und auch wenn er so liegt, bewegt man den Arm am besten weiter. Später, wenn Sie das verinnerlicht haben, muss diese Bewegung auch gar nicht mehr so groß sein, da reicht eine kleine Bewegung. Hauptsache, die läuft durch. Und man kann auch im Rumpf, insbesondere wenn man auch Akkorde, wo man ja den Arm nicht unbedingt immer so laufen lassen kann, wenn man Akkorde, die in der Oberstimme eine Melodie ergeben, auch singen lassen möchte, dann kann man auch im Rumpf, indem man so im Rumpf sich bewegt, diesen Eindruck verstärken, ja? Ja? Um ein Gefühl für dieses Singen zu bekommen, ist auch ein Experiment nützlich, wo Sie sich vorstellen, Sie betätigen mit der linken Hand den Bogen eines Streichers. Also Sie stellen sich vor, Sie spielen mit der Geige diese erste Melodie mit einem Abstrich. Und diese Bewegung machen Sie mit der linken Hand. Also eine durchgehende Bewegung. Falls Sie nicht hinkommen, lassen Sie das zu einem Kreis werden und spielen oben die Melodie dazu. Ja, allein dadurch, dass ich jetzt links diese durchgehende Legato-Bewegung gemacht habe, ist es oben schön gebunden geworden. Natürlich, außerdem müssen die Finger entspannt genug sein. Wenn die zu viel Eigenleben haben, dann kann ich noch so viel andere Bewegungen machen, dann gibt es natürlich trotzdem Akzente. Ja, so viel also zum Legato. Nun kommen wir zur linken Hand, die zum sensiblen Gitarrenbegleiter werden soll. Also gerade nicht, das wäre so eine rhythmische Animation, ja, da, 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 da. Und genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen einen unauffälligen fließenden Teppich haben. Was man hier auch merkt, das setzt im Prinzip ein fein reagierendes Instrument voraus, was hier nicht so gegeben ist. Aber wir haben es hier wirklich mit einem ganz durchschnittlich, von der Mechanik her durchschnittlich, guten Klavier zu tun. Und insofern ist es auch repräsentativ und nicht nur für Leute mit einem super fein reagierenden Flügel. Man kann dadurch auch nicht beliebig leise spielen auf einem normalen Klavier, weil einfach nicht
das nicht mehr beherrschbar ist. Man muss also zu einer bestimmten Grundlautstärke kommen und dann entsprechend, da rechts ja nachher lauter sein soll, rechts muss man dann eben etwas mehr geben. Es hängt praktisch davon ab, was das leisest Mögliche ist. Jetzt bin ich abgekommen. Es sollte also ein unauffällig fließender, weicher Teppich werden. Dazu braucht es wieder lappige, entspannte, gefühlt ganz entspannte Finger, denn ein bisschen Spannung hat man normalerweise immer drin und das ist dann gerade richtig. Ganz besonders lappig sollte der Daumen sein, denn das ist der Ton, der am allerleisesten kommen sollte. Das ist hier schwer zu bewerkstelligen, weil von Hause aus der Ton jetzt hier lauter kommt. Es ist also nicht gleichmäßig intoniert, das Klavier. Ist aber hier so schwer zu realisieren. Muss man ein bisschen mehr geben. Dann geht es. Ja? Um unten mehr geben zu können, ist es auch hilfreich, die Hand ein bisschen nach links zu kippen. Dadurch bekommt der untere Ton mehr Gewicht. Wir haben also gesehen, dass die Grundlautstärke vom jeweiligen Instrument abhängt. Schumann hat als Lautstärke P, also Piano, leise notiert. Er stellt sich also was Zartes vor vom Gesamteindruck, aber es muss natürlich funktionieren. Jetzt gucken wir mal, wie wir das realisieren können. Rechts soll auf jeden Fall natürlich dieser Gesang hervortreten. Das muss also deutlich lauter sein als links und links muss auch noch funktionieren. Damit rechts lauter wird, hilft es, das Gewicht auf die rechte Pobacke zu verlagern. Also gucken wir mal, was wir hier als Lautstärke hinbekommen. Geht es hier nicht, dann bleiben Töne weg und man kann gar nicht mehr abschattieren gegenüber der rechten Hand. Dennoch, da keine Akzente reinkommen und die linke Hand vergleichsweise leise ist, hat man einen zarten Gesamteindruck. Wie Sie eben gesehen oder gehört haben, benutze ich natürlich auch das rechte Pedal. Ich glaube, Liszt hat mal gesagt, dass ohne Pedal das Klavier wie ein Hackbrett klingt. Das rechte Pedal hilft natürlich sehr, dass zwischen den Anschlägen der Klang voller ist und damit auch das Singen noch stärker wird. Nur wenn ansonsten Sie mit ziemlich viel Ruck spielen, kann das auch das Pedal nicht wieder wettmachen. Deswegen natürlich das rechte Pedal benutzen, aber wenn Sie sich das überhaupt erstmal angewöhnen wollen, diese Legato-Spielbewegungen, empfehle ich nicht gleich das Pedal zu benutzen, weil Sie erstens dann weniger gut hören, ob es eigentlich gebundener klingt. Und außerdem ist eben auch die Pedalbewegung wieder eine Vertikale. Und entsprechend ist es zunächst mal schwieriger mit zwei vertikalen Bewegungen, also dass die Taste runtergeht und der Pedalwechsel erfolgt, dann diese Horizontale anzubahnen. Also erst wenn Sie das so ganz gut drin haben,
mit den horizontalen Bewegungen dann das Pedal dazu nehmen. Und in dem Falle ist es ganz einfach, mit jedem Melodieton ein Pedalwechsel, dann verschwimmt da nichts. Nun zum Tempo. Schumann notiert nicht schnell. Nun muss man wissen, dass viele Angaben der Komponisten vorbeugen sollen gegen etwas, das sie befürchten, wie etwas gespielt wird. Also nicht schnell, da hat Schumann die Befürchtung, dass man es zu schnell spielt. Das ist einfach ziemlich nichtssagend. Gerade bei so einem Stück aus ganz wenigen unauffälligen Tönen. Denn was ist es? Es ist einfach nur Ausschnitte aus der C-Dur-Tonleiter. Mehrmals geht es ein paar Töne die Tonleiter hoch. Also simpler könnte es gar nicht sein. Aber wenn man diesen aufsteigenden Linien nachfühlt, dann sind da Gefühlsregungen drin. Und für dieses Nachfühlen braucht es etwas Zeit. Und deswegen nicht schnell. Also das sind so verschiedene Sehnsüchte, die mal ein bisschen mehr vorpreschen, mal wieder ein bisschen mehr sich zurückziehen. Man kann es nicht in Worte fassen und wenn man es in Worte fassen könnte, dann bräuchten wir ja das Stück nicht. Versuchen Sie das irgendwie auf sich wirken zu lassen und nachzufühlen. Schumann notiert durchgehend in der rechten und linken Hand Phrasierungsbögen. Und zum einen bedeutet das ja, es soll Legato sein. Aber er schreibt nicht einfach über das ganze Stück nur Legato, sondern diese Bögen sind zugleich sogenannte Phrasierungsbögen. Das heißt, die Melodie wird in verschiedene Phrasen aufgeteilt. Oder man könnte auch sagen, Gefühlsimpulse. Es ist so, wenn Sie was erzählen, dann kommt Ihnen der eine Satz. Und wenn das etwas ist, was Sie sehr bewegt, dann ist es sozusagen der erste Gefühlsimpuls. Und dann kommt das nächste. Und wenn Sie jetzt diese Melodien singen würden, dann würde man natürlich immer zwischen den Bögen jeweils einatmen. Und genau das möchte ich Ihnen auch empfehlen, dass Sie das beim Spielen machen, dann kommen Sie wieder dem Singen etwas näher. Außerdem ergibt sich so auf natürliche Art und Weise schon ein gewisses Rubato. Rubato ist das Schwanken um das Grundtempo herum. Mal wird etwas verlangsamt, mal wird etwas beschleunigt, je nachdem, was gerade in der Musik los ist. In der Regel wird man hier, wenn eine neue Phrase beginnt, beschleunigen und zum Ende hin etwas verlangsamen.
was Neues, deswegen eine lange Atmung. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, das Rubato zu gestalten. Ich vertrete ja die romantische Aufführungspraxis. Und dazu gehört, dass man aus dem spontanen Erleben heraus musiziert. Und spontan heißt gerade, dass es jedes Mal neu ist. Und also jedes Mal zumindest ein bisschen anders. Sie werden auch jetzt gemerkt haben, dass bei der Wiederholung meine Tempogestaltung nicht gleich war wie das erste Mal. Wie jetzt genau ein stimmiges Rubato entsteht, ist ein eigenes Thema. Vielleicht mache ich darüber auch mal ein Tutorial. Auf jeden Fall hängt es von der aktuellen Gefühlslage ab und auch, wie sich die Energien aufbauen. Wenn also ein großer Schwung da ist, wird die Verlangsamung sich anders gestalten, als wenn der Schwung kleiner ist. Also ein bisschen wie bei ballistischen Kurven.